Gut, ich bin gespannt. Huch. Gut, Spanien. Wieso haben wir jetzt zufällige Völker bekommen? Helden. Ach du Scheiße, Chimbi, das kenne ich Muxu. nicht. Tegi, Muxu. Gut, ich meine, Koreaner sind jetzt bei mir nicht ganz so schlecht. Mit denen habe ich schon ein paar Mal in Teamspielen gespielt, weil die auch für Archer nicht so schlecht sind. Ich hoffe, ich verhau das nicht, weil das ist eigentlich überhaupt nicht mein Volk. Ich habe ein böses Gefühl, woran das lag. Ich glaube, ich habe das. Es gibt ja diese Option, dass du zufällig spielst, wenn die Gegner auch zufällig spielen. Es kann sein, dass die bei mir noch aktiv gewesen ist von irgendeinem 1v1, was ich letztens hatte. Da wollte ich unbedingt eigentlich mal Hindustani spielen und wollte es mir aber offen lassen, ob ich es wirklich mache. Und da hatte ich das aktiviert. Okay. Also die habe ich noch nie gespielt. Ist halt Siege. Die Kelten. Bin gespannt. Ja, und nach dem Update ist auch mein Bot, also meine Mods sind aus. Auch total schlimm. Klassiker. Total schlimm. Ja, das ist schon leicht nervig, finde ich, mit den Updates immer, dass sie die Mods raushauen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht wegbekommt. Tegi. Ja? Sanyang-kun. Das ist echt ein bisschen blöd. Junbi, Sanyang-kun. Tegi, ja? Ich weiß nicht, können die überhaupt gut Scouts oder Ritter spielen? Scouts kann ja eigentlich jedes Volk, bis auf die Mesos. Ich glaube, die haben auch ganz normale Ritter zumindest. Tegi, Sanyang-kun. Also ich meine jetzt auf jeden Fall erstmal Archer. Ich finde bei den Koreanern ist, dass die das Rüstungsupgrade für die Archer kostenlos kriegen. Und quasi auch vollautomatisch. Du musst dafür noch nicht mal mehr, also sobald du die Schmiede hast, hast du das quasi. Musst du noch nicht mehr die Entwicklungszeit mitnehmen. Ja, Sanyang-kun. Sanyang-kun. 준비. Okay, der blaue Scout stirbt schon mal in meinem TC. Ja, das ist schon mal nice. Das ist immer gut. Tegi, Namukun. Choyo, Sanyang-kun. Idong. Muxu. Muxu. Tegi, Choyo,
사냥꾼. 준비. Gerade hat sie echt sehr, sehr viel auf Holz, ne? Ja. Das war mir in dem Stress dann auch nicht mehr aufgefallen, so wirklich. Das ist halt, das ist eigentlich mein Hauptproblem, dass ich mit so Multitasking einfach nicht so gut bin. Ja, aber kenne ich dann irgendwann sehr viel, ja, alles. Jumbi. Yeah. Ah, ein grünes Tier, wunderbar. Ich hab blau Blau macht Militias, okay. Blau ist der Hunger. Degi. Ne. Chirojo. Junbi. Moksu. Ye? Moksu. Choyo, Namukun. Moksu, Moksu, Namukun. Choyo, Namukun, Chejikun. Junbi, Namukun, Chejikun. Degi, Namukun, Chejikun. Ye, Idong, Moksu. Junbi, Childong, Idong. Choyo? Ye? Degi, Idong, Namukun. Yes, Namukun, Gwangbu. Junbi, Chejikun. Choyo, Moksu, Degi. Moksu. Sieht aus gut. Bisher ja. Moksu. 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 Ich gehe jetzt nochmal Scout jetzt gleich vor. Degi, Chejikun. Ach du Scheiße, hier ist noch offen. Jetzt auch Scouts. Choyo, Namukun. Idong. Ne, Moksu, Moksu. Moksu. Mein Gott, die Bäume groß. Ne, Moksu. Ne, Moksu. Jun Chejikun. Degi, Moksu, 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 Junbi, Moksu. Okay, jetzt ist nicht mehr so geil, ich hab Zeugs bei mir dran. Soll ich dir helfen, komm? Oder soll ich doof machen, oder? Brauchst du Hilfe? Vielleicht, ja, ja. Ich komm zu dir. Choyo, Idong, Degi, Kurojo, Namukun. Ja, mal pingen, wo die sind. Sehr, sehr weit weg. Ja, jetzt okay. Laufen sie nach hier raus. Yeah.
Ich hab ihn dafür von seinen Bären erstmal vertrieben. Okay, gut. Oder, ja, er ist jetzt weggegangen. Das heißt, du kannst quasi nach vorne gehen. Ah, Mist. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Aber okay. Ja, ich glaube, der hat sich jetzt zurückgezogen, weil ich bei ihm zu Hause quasi bin. Grün bei mir. Ach du Heiliger, wie viel Scouts hat er denn? Hey. Ja? Muxu. Muxu. Choyo? Namukun. Oh mein Gott. Er hat so viele Scouts bei mir. Tegi. Ja. Muxu. Muxu. Dann bin ich gerade noch mal drin. Einen guten Schaden gemacht. Meiner Dom, also meiner hat ein bisschen Schaden gefressen jetzt. Ich glaube also auf jeden Fall mehr wie ich. Ist auch komplett zugewollt, ey, unglaublich. Choyo? Junbi, Muxu, ye? Shilshi. Namukun. Tegi. Rojo. Idon. Ye? Shilshi. Tegi. Ye, Shilshi. Chultong. Gongyok. Junbi, Choyo, Muxu, Tegi, Idong, Muxu, ye, Muxu. Choyo, Huangbu, Muxu, Junbi, Huangbu, Muxu. Junbi, Chultong. Ye. Na, macht er nicht schlecht. Shishi. Tegi. Chultong. Shishi. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Wobei du gehst. Chultong. Shishi. Chultong. Jingyok. Ye. Gongyok. Chultong.
Sieht nicht so gut aus. Okay. Ja, noch okay, aber. Ich glaube kaum, dass ich noch was machen kann. Alles gut. Naja, also bei mir sieht's kritisch aus. Ich roll mit den Archen so lang, bis ich bei dir drüben wäre. Ich glaube, meiner soll auch nicht so tot, als das. Oh, na, stimmt, da ist so viele Ritter bei dir. Mal gucken, ob ich mit ein paar Archen einfach zu ihm laufen, dass er dann von hier ablässt. Oh mein Gott, ich hab so gut wie keine Chance mehr. Ich lauf jetzt gerade zu ihm rüber. Ich bin auf 22. Nicht gut. Ja, ich bin jetzt bei Grün drin. Okay. Er kommt jetzt zurück, aber ich hab dann ein bisschen Schaden gemacht. Es ist schwer wieder zurückzukommen. Scheiße, blaue Ritter bei mir. Sieht nicht gut aus. Na, jetzt wieder mit der Ritter bei mir. Fuck, ey. Gerade wo ich Schaden. Versuche zu machen. Schüsse,
저요? 나무꾼. 준비. 이동. 나무꾼. 예. 예. 실시동. 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 돌격. 진격. 공격. 준비. 진격. 실시동. 실시동. 돌격. 예. 공격. 실시. 실시동. 실시. 돌격. Ich glaube, das GG. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, die haben jetzt meine Armee, die bei ihm war, aufgerieben. Also ich komme nicht mehr hoch, glaube ich. Obwohl er das nicht mal so gut spielt, finde ich, er war. Ja. Ja gut, dann können wir es auch gucken. Ja, was? Was hast du gesagt? Dann können wir es auch callen von mir aus. Ich glaube nicht, dass wir nochmal zurückkommen. Nee. Na gut. Tut mir leid. Alles gut. Okay, aber ein 1300er und ein 1200er. Also beide 1300 und der eine. Ich habe das in letzter Zeit irgendwie ständig in Teamspielen, dass mir Leute entgegengeworfen werden, die gerade was die 1v1-Elo deutlich über mir sind. Ja. Aber dafür hat Blau echt schlecht gespielt. Also wie ein 1300er hat er sich in keinster Weise angefühlt. Ja gut, Grüner kam halt dann später meine Eco rein. Ich weiß nicht, ob ich die Scouts von dir abziehen, also zu dir schicken hätte sollen, aber ja gut. Das war halt ein langer Weg. Ich war bei Grün vorne ja. Und dann zu Gelb zurück. Ja, aber manchmal sind es kleine Entscheidungen, ne? Es sah halt auch erst so aus, als wenn ich das nicht so gut verteidigen hätte können, aber er hat dann ziemlich viele Fehler gemacht. Er ist ständig in mein TC reingelaufen mit seinen Scouts und hat dadurch natürlich enorm viel Potenzial verloren. Schade. Und dafür halt bei sich selber zu Hause als ein bisschen was verloren, weil ich halt gleichzeitig, wo er bei mir war, war ein Archer von mir vorne bei ihm. Okay. Ja, sehr schade. Weil Grün hat halt auch nicht nur, dass er eine hohe Elo hat, sondern auch seine Winrate ist absurd hoch. Ja. Also von der Winrate her würde ich fast sagen, sieht das schon fast so in Richtung Smurf aus. Wenn sie hinkommen, ja. Mit 62%, das ist schon krass. Oder halt eine Art zweiter Count oder so. Ja, sehr wahrscheinlich. Weil auch die Team-Elo, die passt irgendwie, finde ich, so gar nicht zu der 1v1-Elo. Da verstehe ich das System manchmal nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, weil ich bin ja auch Team-Elo 1150, du 1236 und er hat ja eine niedrigere Team-Elo wie du, obwohl er deutlich mehr 1v1-Elo hat. Das macht alles irgendwie, finde ich, da ist das System noch ein bisschen broken. Das stimmt echt. Aber wie gesagt, in den letzten Teamspielen, ich hatte gestern welche, glaube ich, gehabt und vorgestern jedes Mal dasselbe. Jedes Mal Leute, die 1v1 eigentlich deutlich stärker sein müssten, die irgendwie in Teamspielen sind, auf einer Elo, wo sie eigentlich nicht hingehören. Okay. Ja, ich denke auch, dass der grüne Smurf war. Der hat das gut gespielt. Nachher hat er so viele Ritter in seiner Base sogar. Und ja, damit hätte der mich einfach schlachten können.